Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn für die PlayStation Pro hier auf meinem Kanal. So, wir sind jetzt nach Norden gereist und suchen eigentlich Joseph, der hier oben sein irgendwie muss, beziehungsweise wir sollen Beweise für seinen Tod finden. So, die Hauptquest geht hier weiter, also lassen wir mal nachschauen, ob der gute Mann noch lebt oder ob er tot ist. Bin gespannt. Worum ich gebeten wurde. Ich brachte Opfer. Mich selbst. Meine Familie. Ich führte uns in die neue Welt. Ich dachte, sie würde wunderbar sein. Ich habe so lange gewartet, bis jemand kommt. Ich begann zu verzweifeln. Ich kenne dein Gesicht. Gott zeigt es mir in einem Traum. Ich wusste, du würdest kommen und alles richtigstellen. Alles genauso ist, wie es sein sollte. Ich wusste, du bringst die Erlösung. Du suchst Hilfe. Ich kann dir nicht helfen, das kann nur Gott. Aber er hat einen Plan für dich. Okay. Joseph Geheimnis. Ich bewundere deine Stärke. Der Weg nach Norden ist gefährlich. Nach Gottes reinigendem Feuer. Er ist echt älter geworden. Der Weg, den er uns bereitet hatte. Und ich wusste, was zu tun sein würde, wenn das neue Paradies betreten. Als die Menschheit aus den Bunkern kam, sammelte ich meine Herde und führte sie auf einen neuen Weg. Wir würden alles ablehnen, was mit der alten Welt zu tun hatte, und eine neue Gesellschaft erschaffen, die nur von dem lebt, was das Land ihr gibt und nie mehr als nötig nimmt. Also er ist schon ein kranker Bastard gewesen. Huch. Wir erschufen ein Paradies auf Erden. Doch es war nicht wunderbar. Dafür hat diese Heuschreckenplage gesorgt. Diese Highwaymen verkörpern alles, was wir auf Gottes Geheiß ablehnen. Ja, jetzt auf einmal. Ihre Seelen sind verdorben. Also Bliss, radioaktive Blisszeug, was da liegt.
Das ist die Hilfe, die du gesucht hast. Gottes Geschenk an uns. Das meine Familie durch die dunkelsten Zeiten gebracht hat. Lass es mich dir anbieten. Unser Wunder. Wie die Schlange im Paradies, die Eva und Adam verführte. Bestie gegenüber. Es war meine Seele. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich die Bestie besiegen muss, um Gottes Geschenk würdig zu sein. Ich musste meine Seele reinigen. Denn andernfalls würde mich dieses Biest verschlingen. Das ist Gottes Prüfung. Reinige deine Seele. Geh, töte die Bestie. Gott. Was passiert? Ich kann mein Exil beenden. Unser Wunder ermöglichte es uns zu überleben. Aber dieses Geschenk hat seinen Preis. Es nährt die Seele eines Menschen. Aber wenn diese Seele verdorben ist, dann fordert dieses Wunder einen entsetzlichen Tribut. Gott, oh Gott, Gott. Was da passiert? Finde die Bestie. Okay. Finde die Bestie. Triff deine Bestie da, wo sie am schwächsten ist. Eieiei. Oh! Alter. Okay, immer schön im Bau treffen. Also da, wo zumindest wo die Schwachstelle ist. Du kannst deine Bestie nicht im Dunkeln bekämpfen. Ah! Scheiße. Ah, blödes Viech. Ah, das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn noch ein Schläuchfeuer da oben? Nein! Der fette Bär. Ah, verdammt, Dachs. Das war nicht die Schwachstelle. Nein.
Oh nein, wieder nicht getroffen. Da. Oh. Oh. Nein, daneben geschossen. Oh. Da. Nein! Ah, oh, verdammt. Entfessle die Macht, die dich durchströmt. Hä? Was soll ich jetzt machen? Alter, den hau ich einfach um, den blöden Bären. Wie ein kranker Typ bin ich denn? Deshalb bin ich hier. Einigen darf nicht erlaubt werden, an dem Wunder teilzuhaben. Selbst wenn ich sie liebe. Selbst wenn sie zur Familie gehören. Sehr gut. Haben wir nicht gefüttert? Wir haben sie mit Backenfutter gefüttert. Du wirst der Hirte meiner Leute sein. Begleite mich nach New Eden. Sehr gut. Wenn wir Ethan mal schön einen Denkzettel verpassen, der wird sich nicht freuen, wenn der gute... Wenn der gute Joseph Seed mitkommt, wird er bestimmt nicht so geil. Jetzt kann er nicht mehr der Messias sein, sondern Joseph Seed, der Vater, kommt mit zurück und ich auch. Unsere Zukunft hängt von der Einhaltung meiner Anweisungen ab. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass Joseph uns rettet. Er kommt nicht zurück. Wir müssen uns von ihm lossagen und... Vater... Ethan. Vater? Der Vater! Wo bist du gewesen? Unser Land wird belagert, unsere Leute werden bedroht. Und du verschwindest. Du gingst, als wir dich am dringendsten brauchten. Warum? Um Gottes Plan zu hören, mein Sohn. Um Gottes Plan zu hören. Meine Kinder. Ich weiß, dass ihr gelitten habt. Und ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich habe euch viel zu lange allein gelassen. Aber ich habe euch nie aufgegeben. Gott sprach zu mir. Und er hat mir einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit gezeigt. Wir werden uns nicht mehr hinter diesen Mauern verstecken. Wir werden von nun an nicht mehr nur hoffen, dass diese Heuschreckenplage uns in Frieden lässt. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Deshalb hat Gott uns sein Schwert gesandt. Hier,
Das bin ich! Gott hat seine Seele geprüft und sie ist gut. Und sie ist rein. Und ich stehe hier vor euch, um zu bezeugen, dass dieser Fremde unser Hirte ist. Vater! Und gemeinsam werden wir gegen die Horden vor unseren Toren kämpfen. Und gemeinsam marschieren wir in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Nein! Du hast mich verlassen. Du hast uns verlassen. Ohne ein Wort, ohne Anweisungen. Ich musste führen, so gut ich eben konnte. Und jetzt, jetzt kommst du zurück, als wäre nichts gewesen und übernimmst die Führung? Ja. Ich bin der Anführer hier. Joseph ist unser Anführer. New Eden folgt mir! Wir stehen hinter dem Vater. So. Ich weiß, du trugst eine schwere Bürde in meiner Abwesenheit. Ich verstehe das. Es ist Gottes Wille. Und manchmal müssen wir opfern, was wir am meisten wollen, um Gottes Wunsch zu respektieren. Was hast du je geopfert? Eines Tages siehst du das Licht. Ich verspreche es. Kommt! Lasst uns zusammen gehen. Wir haben viel zu tun. Ah, Ethan wird doch ein Verräter. Können wir uns zumindest vorstellen. So, wir sprechen mal kurz mit dem Vater. Mein Kind, ich habe etwas für dich. Bereits jetzt greifen meine Auserwählten die Highwaymen in den langen Nächten an. Nun bitte ich sie, Kraft zu sammeln und auch am Tage zu kämpfen. Deine Freunde sollten diese Ablenkung nutzen und schnell handeln. Meine Familie kann nicht ewig kämpfen. Und was dich angeht, denk an Gottes Geschenk. Was du bisher erlebt hast, ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Macht. Vergeude sie nicht. Außerdem gestatte ich meinem Judge, dir zu folgen. Die sprechen nur eine Sprache, die der Gewalt. In der Hinsicht kann mein Judge dir helfen. Bevor du unser Hirte sein kannst, musst du unser Schwert sein. Geh und mache dieses Land sicherer für alle, die in Frieden leben wollen. Okay. Josephs Geheimnis abgeschlossen. Judge, in der Helfauswahl öffnen. Cool, den können wir jetzt dann zunehmen. Natürlich ganz geil. Du bist wirklich der, den ich in meinen Visionen sah. 10 Vorteilspunkte erhalten. Huch. Das ist natürlich cool. Ich hoffe, der Vater ist sonst noch nicht. Wir kämpfen seit Jahren gegen die Banditen. Komm kurz rein da. Bam, bam, bam. Wir können mal die Vorteile angucken. Machen wir mal. So, wir könnten jetzt natürlich angeln. Angeln ist jetzt nicht so gerade mein großes Ding, aber wir machen es trotzdem mal. Kostet mich nur 2. Bam. Naturliebhaber, Beutetiere fliehen nicht mehr so schnell. Fische sind leichter einzuholen und sie sind am Haken. Was haben wir noch hier? Kurzschluss, Sprengfallen am Highway. Schlösserknacken. Saboteur. Du verursachst weniger Geräusche, wenn du dich bewegst. Schnellere Bewegungsgeschwindigkeit im gehockten Zustand. Das finde ich wieder zum ziemlich cool. Schicklichkeit. Waffen bereit. Melunka ermöglicht die Schadensnutzung unter Wasser länger in Atem zu halten. Mit dem Faustschaden. Die kann ich auch nehmen. Meister-Takedowns. Okay. Mehr ist der Hilfesets. Mehr Nahkampfwaffen. Mehr Wurfgeschosse. Mehr leichte Munition. Mehr schwere Munition. Ich glaube, ein bisschen mehr Munition ist nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme tatsächlich nochmal Naturliebhaber. Ne, das nicht. Woanders. Okay. Nutzen wir nicht so richtig. Aber wir können Lungenkapazität ein bisschen erhöhen. Gut. So, Edens Berührung. Okay. Das müssen wir später nochmal machen. Glaubenssprung. Drücke in der Luft X, um höher zu springen. Okay. Geist. Halte nur, um vorübergehend schwerer von Menschen auffindbar zu sein. Jezorn. Um vorübergehend Geschwindigkeit und Nahkampfschaden zu erhöhen. Cool.
Die Tekkens füllen ihn ins Geschenk und dann die Gesundheit wieder auf. Die Opfer werden automatisch geplündert. Erhöht die Reaktion. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Herausforderung. Tödlicher Geist. Ah, okay. Die müssen wir jetzt nicht machen unbedingt. So. Du wirst das jetzt auch tun. Haben wir einen Angel hier. Wie cool ist das denn? Natürlich die Frage, was wir jetzt vorhaben. So, ja, aber das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dann. Tschüss.